Gegen die Vogelgrippe kann man nicht behandeln, es gibt keine Therapie dagegen und es gibt auch noch keinen zugelassenen Impfstoff. Somit bleibt uns als einzige Maßnahme, um unsere Geflügelherden vor Ansteckung zu schützen, die dauerhafte und sichere Trennung von Wildvögeln und deren Ausscheidungen. Wenn in Österreich vermehrt Vogelgrippeausbrüche bei Wildvögeln oder in Geflügelhaltungen auftreten, dann ist es nötig, Risikogebiete, Risikozonen einzurichten. Wir unterscheiden Gebiete mit erhöhtem Geflügelpestrisiko und Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko. Wenn sich meine Geflügelhaltung jetzt in einem Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko befindet, muss ich folgende Maßnahmen umsetzen. Ziel der ganzen Maßnahmen ist es, den Kontakt meiner Geflügelherde mit Wildvögeln größtmöglich zu unterbinden. Das geht am besten mit Netzen, Dächern über den Ausläufen. Eine strikte Trennung von Enten und Gänsen zu anderem Hausgeflügel ist wichtig, weil meistens erkranken Enten und Gänse symptomlos oder mit wenigen Symptomen, scheiden aber massiv Virus aus. Somit erkennt man den Eintrag dieser Krankheit bei Enten und Gänsen kaum, während die Hühner dann stark erkranken. Somit eine strikte Trennung von Geflügel und Wassergeflügel. Fütterung und Tränkung sollte unbedingt im Stall erfolgen, damit Wildvögel nicht angelockt werden durch das verstreute Futter und zufliegen. Sollte sich auf meinem Auslauf für die Hühner ein Oberflächengewässer oder auch nur ein kleiner Teich befinden, dann ist dieser auch mit Netzen entsprechend abzutrennen, damit eventuell zufliegende Wasservögel keinen Kontakt zu meinem Geflügel haben. Zusätzlich darf ich als Geflügelhalter meine Tiere auch nicht mit Wasser aus Oberflächengewässer tränken. Das heißt, ich muss Trinkwasser verwenden. In Gebieten mit erhöhtem Geflügelpestrisiko müssen Sie, wenn Ihnen bei Ihren Tieren auffällt, dass die Legeleistung fällt, dass sie schlechter Futter oder Wasser aufnehmen oder sonst allgemein matt sind oder Symptome zeigen, unbedingt die Behörden verständigen, da es eine anzeigepflichtige Tierseuche ist. In Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko gilt prinzipiell die Stallpflicht. Die Stallpflicht gilt für mich nicht, wenn ich weniger als 50 Tiere halte und die genannten Maßnahmen umsetze.